Moin, Johannes hier und es geht wieder los mit frischem Mut an die Olympischen Spiele in Rio. Wir gucken uns neue Disziplinen aus und werden dann mal schauen, ob wir hier die erste Goldmedaille holen können für Brasilien. Das Land lechzt ja förmlich danach, dass seine Leichtathleten hier was holen und vielleicht müssen wir von den Leichtathleten ein bisschen uns auch distanzieren, müssen andere Disziplinen noch reinholen. Ich glaube, Gewichtheben ist was, was sehr, sehr schwierig wird in der hohen Schwierigkeit. 100 Meter Rücken der Damen, die 200 Meter der Herren könnten was sein. Und das Kunstspringen. Schauen wir mal, ob wir uns da qualifizieren können. Das war auf der mittleren Stufe immer relativ einfach. Da konnte man mit, selbst mit den einfachen Übungen eigentlich relativ entspannt sich qualifizieren fürs Finale und dann auch Medaillen bis zur Goldmedaille eigentlich holen. Gabriel Silva. Ich fange jetzt mal mit so einem mittelschweren hier an, 2,5 Sterne. Wir schauen mal, wie das sich ausgeht. If he doesn't get this right, he'll be very disappointed. Ja, war okay. Ich habe ein bisschen zu viel korrigiert am Ende. Hat also ein bisschen gespritzt, aber ansonsten, er freut sich beim Raussteigen aus dem Becken. Und 9,0, 9,0, 8,0, 8,5, 8,0, 8, 9,5 und 9,0. Da bleiben im Schnitt so knappe 9er Wertung übrig. Platz 4. Und ihr Anschluss an die Spitzengruppe mit den hohen 60er-Wertungen als nach unten Daniel Reyes, der Mexikaner, ist auch völlig abgestürzt. Faktor 2,8 scheint dann ein vernünftiger Weg zu sein. B, B, runter. Hey, ich hab doch gedrückt! Totaler Absturz, oh mein Gott. Ach, er ärgert sich und ich kann das verstehen. Ich habe doch den Analogstick nach unten gerissen. Hier, 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 hier. Und dann legt er sich komplett flach auf den Rücken. Das muss ja brennen wie die Hölle. 5,0, 7,0, 4,5 sind auch nicht richtig sich einig, die Kampfrichter. Die 7 geht leider weg. Wertung 5. Das heißt, ich falle zurück auf Platz 6. 20 Punkte Rückstand jetzt auf einen der rettenden Plätze. Ja, da müssen wir jetzt zaubern. Ich würde sagen, der zweifache Auerbach ist Pflicht. XX nach unten. Linker Analogstick. XX nach unten. Ja, der war Weltklasse. Sensationell. Guckt euch an, wie wenig da beim Eintauchen Wasser spritzt. Ich hoffe, wir kriegen nochmal eine Wiederholung, in der ich das nochmal genießen kann und ihr könnt nochmal genau darauf achten. Erste Drehung, zweite Drehung und dann perfekt gerade eingetaucht, unten schön weggedreht im Wasser. Das muss 9er Wertung geben. 10, 10, nochmal die 10, dreimal die 10, davon geht eine in die Wertung und in der Summe bleiben 9,5. Ich habe mich zurückverbessert auf Platz 4, wunderbar. Gerd Hilber und Billy Tim Schimschauer fallen hinter mich zurück. Ich habe 85 Punkte für den Sprung bekommen. Allerdings holt ein Jamaikaner hier, Mervyn Allen, holt 93,1 für einen Sprung, also nochmal deutlich mehr als ich. Muss einen noch schwierigeren Sprung schön reingebracht haben. Ich hole mir den 2,5 Delfin-Gehechte hier. Zweimal die X-Taste und dann nach unten. X, X, runter. Ah, nicht mehr rechtzeitig korrigieren können, das war nicht gut, das gibt so 6,5, 7 Wertungen, würde ich sagen. 5,5 nur, 5, 7, 7, ja. Allein irgendwo bei 6 im Schnitt, oder? Ne, nicht mal. 3 mal 5,5. Das heißt, ich falle zurück auf Platz 5. Noch zwei Sprünge. Billitim hat mich wieder überholt. Probieren wir mal den hier. X, BY nach unten. Ich hab doch nach unten gedrückt, verdammt. Zu spät, zu früh oder was? Jedenfalls hat er rot geleuchtet und dann stürzt halt der Vogel hier, Gabriel Silva, stürzt dann ab wie so ein nasser Sack gegen 5 Punkte für bekommen. Immerhin ein bisschen über 5, aber das reicht am Ende natürlich nicht. Jetzt können wir den schwersten Sprung noch zeigen, dann haben wir wenigstens das durch. XXY und runter. Das muss schnell werden, okay. Ja, zumindest ins Wasser gebracht. XXY runter. Mal schauen, was da für Noten für gibt. Für Punkte. 7, 7,5. Okay, da kann ich mit leben. 79 Punkte. Und am Ende bin ich natürlich ganz knapp Fünfter. Oh Mann. Da kriege ich wirklich jetzt ordentlich Zunder hier in der Kampagne. In diesem Olympia-Zyklus.
200 Meter der Herren. Na komm, schalt ins Stadion. Bitte, danke. Da sind wir auf der Bahn. Ich weiß, was zu tun ist. Mal gucken, ob ich es gut genug machen kann. 200 Meter. Wunderbarer Start. Und in Führung, nicht zu schnell, nicht zu viel Kraft hier, versuchen aufzubauen, die Zeit ist gut, ich würde sagen, das werden so knappe 20 Sekunden werden. 1980, jawohl. Eine Sekunde über meinen, fast eine Sekunde über meinen eigenen Weltrekord hier, der knapp unter 19 liegt, 18,96 ist auch ein schöner. Ein schöner Weltrekordwert, wenn man überlegt, dass die ersten Olympischen Spiele 1896 in Athen stattgefunden haben. Über eine Sekunde Vorsprung und dann dürfen wir da auch gleich ins Finale gehen, weil wir ja das Finale im Turmspringen ganz, ganz knapp verpasst haben, leider lang, Rang 5. Gucken wir mal, ob wir das gleich so wiederholen können. Das ist ja der seltene Fall, dass man das tatsächlich zweimal nacheinander spielen darf. Wenn man sich eben in einer anderen Disziplin nicht qualifiziert hat fürs Finale. Und dann die Chance hat, einfach genau die gleiche Zeit nochmal hinzustellen. Ich denke, dass... Wow, was ist hier denn los? Warum ist mein Balken hier so ausgerastet und warum sind die anderen so schnell? Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Aber schneller. Ja, nee, jetzt werde ich echt Vierter hier, oder was? Das glaube ich ja nicht. Ich werde Vierter, oh Mann. Ganz knapp nicht qualifiziert im Turmspringen, ganz knapp an der Medaille vorbei hier. Joao Maruda, der Silbermedaillengewinner über 100 Meter, wird hier Vierter über 200 Meter der Herren. Ja, der Start ist einfach total schief gegangen, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe das Gefühl, ich habe das gleiche gemacht wie im Vorlauf. Und dann holt der Pole hier Gold, oder was? Polen vor Spanien, Jamaika Dritter. Dänemark vor China, ah, okay. Aber dann ist fast noch mal eine Sekunde bis zu mir, also den Jamaikaner konnte ich nicht mehr kriegen. Ja, Platz 4, dann müssen wir uns also auch keine Medaillenzeremonie angucken. Das ist irgendwie ein enttäuschender Tag gewesen. Ich guck mal, was es jetzt für die nächste Disziplin gäbe. Kugelstoßen und... und mit der Rücken machen wir die beiden mal noch. Und die mache ich jetzt einfach in der Folge. Es ist einfach so. Wenn ich so viel ausscheide hier auf der schweren Schwierigkeit, dann kann man eben halt auch mal zwei Tage in einer Folge machen. Ne? Das ist schon okay. Und es geht wieder zum Schwimmen. Im Prinzip meine Angstdisziplin, wenn man so ganze Disziplingruppen zusammenfasst. Ich versuche jetzt darauf zu achten, wann meine Arme dahin ausgestreckt liegen und dann danach zu gehen. Also erst, wenn sie im Wasser sind. Aber halt nach der Optik und nicht so sehr nach dieser blöden Einblendung. Allerdings scheint das nicht so richtig gut zu klappen. Kick hat nicht gut geklappt. Sorry, dass ich beim Schwimmen immer so wenig rede, aber das erfordert mir irgendwie extreme Konzentration. Ne? Was ist denn los? Wo sind die denn alle? Irgendwas läuft hier grundsätzlich falsch. Ich habe jetzt eine wieder geholt, wenigstens, aber. Ja, sechste sogar noch geworden. Aber Letizia Alvarez. Das tut mir leid, das wird so nicht für ein Finale reichen. Kommen auf die Zeiten. Ture Tami. Mir letzte und ich hätte über 2 Sekunden Rückstand auf die Qualifikation fürs Finale gehabt. Und dann ist ja eine Medaille nochmal was ganz anderes und dann ist Gold nochmal was ganz anderes. Also das Ziel, glaube ich, muss hier sein, einmal Gold zu holen in der schwierigen Kampagne. Vielleicht ist Kugelstoßen eine Option dafür. Speerwurf, Diskus, also die technische Disziplin. Ich bin da so ein bisschen wie die Deutschen. Ich kann eigentlich allem, was Technik benötigt, habe ich so ein bisschen eine Chance. Und in den ganzen Kraft- und Ausdauerdisziplinen, wo es halt auch um entsprechendes Doping geht, da ist es schwierig.
Perfekter Winkel, aber nicht gerade genug offenbar. Ich habe nämlich keine Animation bekommen. Ich habe zu wenig Kraft. Ich bin aber trotzdem erstmal Zweiter. Erstaunlicherweise stößt hier niemand 20 oder 21 Meter, sondern es landet irgendwo bei 19. Aber auch keine Animation. 19 Meter 25. Jetzt kommen die 20 Meter Stöße, aber noch bin ich auf Rang 3. Schauen wir mal. 33% und weit nach rechts rausgestoßen, weil ich muss gerade nach oben, okay. Das hat man jetzt, glaube ich, an dieser Verschiebung von dem Prozentwert ganz gut gesehen, was er da für eine Richtung wahrgenommen hat. Grad, leicht zeitlich, aber da kriege ich endlich mal eine Animation und er ist richtig gut. Das ist die Führung. 20,93 Meter. Und so kommen wir da doch ins Geschäft. So kommen wir ins Finale auf jeden Fall. Das ist gut, über 2 Meter Vorsprung auf den vierten. Und so ist da vielleicht auch eine Medaille drin. Wieder nicht von Gold reden, aber eine Medaille könnte doch da drin sein. 33 Grad, leicht zeitlich, aber die Animation habe ich. 20 Meter werden das wohl sein. Ja, 20 und 12. Nein, 20 und 20. Kann ich jetzt also die letzten Stöße hier in der Qualifikation noch nutzen, um ein bisschen mit meiner Technik zu feilen. 33 Grad leicht rechts wieder. Ich muss also ein bisschen versuchen, tendenziell nach links zu drücken. 19 Meter ein bisschen, 19,88. Und als Favorit ins Finale, würde ich mal sagen. Das jetzt leider auch, das hatten wir ja am Anfang der Folge schon mal, das jetzt leider auch direkt dann stattfindet, weil, ja, ihr wisst ja, die Qualifikation im Schwimmen, eine meiner Angstaufgaben, und die ist auch diesmal wieder schiefgegangen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Goldchance und auf die Möglichkeit, Olympiasieger im Kugelstoßen der Herren zu werden. 34 Grad, ziemlich zentral, das gibt die Animation und das gibt über 20 Meter. Ja, über 22 Meter, 22, 42. Schaut euch mal an, wo die Führungsweite da lag. Wow, das ist richtig stark. Das ist der einzige 20 Meter Stoß bisher. Das ist nicht der einzige 21 Meter Stoß, das ist der einzige 22 Meter Stoß. Das sind 22 Meter, 42. Ah, zu flach. Auch keine Animation. 19,20 Meter ungefähr. 19,23. Mann, habe ich da ein gutes Auge für. Ich sollte mal mit ZDF anrufen, ob sie mich fürs Speerwerfen oder so haben wollen. Dass ich ihnen sagen kann, wie weit der Wurf gegangen ist. Ich wüsste, dass man sowas mit Software auch längst regeln könnte, aber gut. Kleiner Winkel, das reicht dann nicht. Das sind 18 vielleicht. Nicht mal 18 Meter. 17,51. Aber ich bin in Führung und ich bin immer noch weit in Führung. Fast 2 Meter Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Da ist mir wirklich ein ausgesprochen guter Wurf geglückt. Der war ein bisschen zu hoch angesetzt, aber das ist alles relativ wurscht. Wenn dieser eine, Caua de Oliveira, wenn dieser eine fantastische erste gehalten wird und wenn der stehen bleibt auf der 1. Aber Werner Eder kommt, 21,72 Meter. Und auch Pierre Benscoter, ein Holländer, mit 21,01 Meter, sind durchaus in prinzipieller Schlagdistanz. 2 Versuche sind es, glaube ich, noch. Grad, leicht rechts versetzt, keine Animation, kein guter Wurf, 19,20 Meter, 19,24 diesmal. Einen hat er noch, er freut sich und ich bin immer noch in Führung. Und eigentlich im realen Wettbewerb wüsste ich jetzt schon, dass ich Olympiasieger bin oder dass ich eben halt noch was tun muss. Ich versuche mal noch was zu tun, sicherheitshalber. 36 Grad, gut, Animation, ja, Animation, aber er dürfte kein Weltklassewurf sein. Er ist gut, er ist über 20 Meter, 20,12, 20,19 sind es dann am Ende, aber ich will doch hoffen, dass er trotzdem, so wie er sich hier freut, wie er jubelt, dass er Olympiasieger ist, dass er tatsächlich, ja,
Das ist der Sieg. Kugelstoßen der Herren. 92,42 Meter. Im ersten Versuch hat er gezeigt, wie man das hier macht. Mit der goldenen Kugel, die er hier mitgebracht hat. Und das war eine weise Voraussicht. Das war eine gute Vorahnung, eine richtige Vorahnung. Der einzige 22 Meter Stoß im Wettbewerb. Und beide Konkurrenten konnten sich in den letzten Runden verbessern. Werner Eder bleibt bei 21,72 auf Rang 2, holt Silber und Pierre Benskota holt für die Niederlande mit 21,01 Meter auch einem guten Ergebnis holt er Bronze. Und jetzt werden wir die Brasilianer hinhören. Es ist endlich soweit, die erste Goldmedaille in dieser olympischen Kampagne. Bitteschön. Endlich hängt sie in der Mitte, endlich hängt sie ganz oben, die brasilianische Flagge. Und hier ist Musik. Wunderbar, das ganze Stadion steht auf, alle klatschen Beifall, die Smartphones gezückt, die Kameras blitzen sich um die Wette. Es gibt einen brasilianischen Olympiasieger hier in der Leichtathletik zu feiern, einen Kugelstoßer tatsächlich, überraschend, aber mit einer absolut verdienten Bewertung, absolut verdient auf Rang 1 und damit springt Brasilien auch direkt auf den zweiten Platz des Medaillenspiegels zusammen mit China. Hinter Frankreich 6 Punkte, aber Gold, dann sind wir Bronze. Die Medaillen sind offenbar sehr, sehr gut verteilt. Keine Nation hat bisher mehr als eine Disziplin gewonnen. Und ich glaube, nee, Neustart-Ticket haben wir dafür nicht bekommen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann darum geht, einen zweiten Olympiasieger aus Brasilien hier zu kreieren. Vielleicht außerhalb der Leichtathletik, vielleicht auch nochmal in der technischen Disziplin. Mal gucken, was wir auswählen können. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit meinen anderen Videos, vielleicht auch mit den Videos aus der einfachen Kampagne und wir sehen uns dann wieder, wenn es hart und schwer um die nächsten Goldmedaillen geht. Bis dahin, ich freue mich wie immer über ein Abo oder über einen Daumen hoch. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.